Habe ich jetzt einen Denkfehler? Ich habe einen Denkfehler. So, ein Denkfehler. Naja, ist egal. Dann kommt hier halt eine Treppe hin oder hier ist einfach kein Eingang. Schauen wir mal. Ich brauche jetzt auf jeden Fall noch mehr Kohle. Also werde ich jetzt zurück in die Höhen gehen. Wobei, kann ich mir Leitern machen, weil dann habe ich nicht mehr dieses Gefreck mit den drei Leitern. Reichen nicht. Sticks. Leitern. Das soll erstmal reichen. Ich muss jetzt noch nicht so viel machen. So, dann kommt hier das Holz ran. Ah! Ah! Ja, jetzt kriegst du aber, ne? Hä, wo ist denn der? Hä? Also ich wette, ihr habt ihn nicht gesehen. Ich habe ihn jetzt auch nur gerade noch so irgendwie gesehen. Mei. Da hätte ich jetzt fast drauf gehen können von dem Scheiß. So, Leitern. Und zack, so. Jetzt haben wir hier unseren Aufgang soweit und können uns hier unten in der Höhle jetzt einigermaßen frei bewegen. Wir müssen jetzt nämlich dringend Kohle finden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir hier Kohle finden werden. Über mir ist eine Spinne. Ohne dass wir jetzt zusätzlich noch irgendwo hinbuddeln müssen, richtig. Ja, top, das ist eine gute Quelle. Das ist eine richtig gute Quelle. Oder Ader in dem Fall, ja. Ader, nicht Quelle. So, ich hoffe, ich habe alles eingesammelt. 7. 8. Okay, ich bin schon wieder voll. Ich kann keine Steine aufnehmen. Hallo. Die Wolle brauchen wir auf jeden Fall nicht. So. Steine kann man immer brauchen. Hier haben wir ein ruhiges Gewässer. In der Höhle ein ruhiges Gewässer. Okay. Jo, und dann geht's jetzt dann auf Redstone-Tour, ne? Auf jeden Fall. Okay. So. Fackeln aufgenommen, 20 Stück. Wenn jetzt wieder was wegschmeißen müssen bald, weil wir keinen Platz mehr für den Redstone haben. Und wir hier noch Eisen und Kohle finden. Ja gut, aber dafür ist noch Platz. Nee, ist es nicht. Habe ich das Eisen abgelegt? Ach, Mensch. Schmeiß das weg. So. Und Kohle haben wir ja noch einen Stack angefangen. Dann sind wir da wieder ausgestattet. Okay, sind wir wieder ausgestattet. Ja, Diamantenjagd dauert noch ein bisschen. Wir brauchen unbedingt die Karte, damit ich wirklich die richtige Höhe habe. Dann noch ein bisschen Rohstoff sammeln an der Oberfläche. Ein bisschen Eisen noch. Ich würde gerne für diese Tour auch eine etwas bessere Rüstung noch zusammenbauen, weil man weiß ja nie, wer einem da entgegenkommt in den Stollen. Deswegen brauche ich da noch ein bisschen Eisen für Schwert und vielleicht noch ein paar Eisenspitzhacken. Damit es auch ein bisschen schneller geht beim Abbauen dann. Genau. So, wenn ich jetzt wüsste, auf welcher Höhe ich bin, ne? Dann fangen wir jetzt hier an, mal eine Treppe reinzuschlagen. Das hat nichts mit dem anderen Stollen zu tun. Das ist jetzt einfach nur, um Redstone zu finden, irgendwie. Wofür man rein theoretisch auch eine Karte brauchen könnte, um halt die Höhe zu kriegen. Weil Redstone ist ja auch auf Diamanthöhe meistens. Aber gut, was willst du machen, ne? Verleveln wir jetzt hier ordentlich auf durch die ganze Kohle. Und stolpern hier in einen weiteren Kohleschacht. Der uns gleichzeitig auch noch ein Skelett zum Freund macht. Ja, da ist er. Ciao.
So, Husten unterdrückt, erfolgreich. Mal schauen, wie lange. Okay, erstmal ein bisschen ausleuchten, dass uns nicht gleich wieder was entgegenkommt. Hier geht's an sich nicht weiter. Ich guck aber trotzdem mal kurz. Geht's da irgendwo hin? Mal kurz ausleuchten, ich sehe nämlich nichts. Okay, sieht nicht so aus. Hallo, kann ich da... Habe ich jetzt die Fackel eingesammelt oder nicht? Nee, habe ich nicht. Fuck. So. Können wir hier auch gleich mal ein Stück weiter graben, wenn wir sowieso reingelaufen sind. Nee, kommt nichts mehr. Okay. Da ist zwar ein Zombie und den könnten wir wahrscheinlich auch erreichen. Kann auch sein, dass wir jetzt durch die Ader durchkommen, aber ich provoziere es jetzt mal nicht anderweitig, darüber zu graben. Aber an Kohle mangelt es uns auf jeden Fall schon mal nicht. Das haben wir ja auch in den Anfängen, in den verschiedenen Anfängen in dem und im letzten Let's Play gehabt. Kohle hatten wir immer. Nein, da ist auch Kies drüber. Und da auch. Ach, scheiße. Stell sich jetzt mal vor, dass wenn ich Kies und irgendwas anderes Fieses, was man nicht weggraben kann, dann hätte man sich jetzt hier eine kleine Falle gegraben, dann müsste man sich auf der anderen Seite durchschlagen. Ey, irgendwie schon wieder cool. So, die Ecke ist mir ein bisschen zu finster, da kommt jetzt eine Fackel hin und dann kommt hier mal diese ganze Kladderadatsch noch raus. So, nehmen wir mit. Und hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Ah, da ist nämlich auch Kies drüber. Da muss man aufpassen. Vorne sehe ich noch mehr Kohle, ich muss bloß gucken. Ah, wir sind schon im zweiten Stack. Naja gut, das geht ja, weil ja die Werkzeuge sich verabschieden. Wie viel Treffer braucht denn dieses Mistviech? Mann. Hat er sogar einen Bogen fallen lassen. Machen sie ja nicht immer, ne? Ich huste mal eben. Ich weiß nicht, macht das was aus, wenn sich der Schleim vom Husten längerfristig auf die Lunge legt? Ich glaube, es ist nicht so gut, oder? Ich habe jetzt keine großen Atemschwierigkeiten oder so, aber der Husten geht halt nicht weg. Es kommt halt immer... Das finde ich jetzt eklig. Es kommt immer noch irgendwie Schleim mit, also so schmeckt es zumindest. Ist, glaube ich, nicht so gesund, das nicht zu behandeln. Ich werde mal gucken, dass man sich da sonst irgendwas holt. Oder verschlimmert, wer weiß. So... Ich werde nie wieder zurückfinden, das ist ja auch klar. Aber hier ist jetzt erstmal Schluss, okay. Gut, ich werde jetzt dann zurück zu der Treppe gehen, die wir uns gegraben haben, angefangen haben zu graben und werde von da aus wieder ein bisschen tiefer gehen noch. In der Hoffnung, dass wir Redstone finden, wenn es zu lang dauert. Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde in der Let's Play-Aufnahme. Wenn es zu lang dauert, werde ich die Sache abbrechen, werde mich anderweitig erstmal ausrüsten und dann eventuell für die Karte doch einfach zurückreiten. Weil dann die Gefahr ist, dass wir den Weg hierher dann auch nicht mehr so schnell finden. Weil das war ja auch mehr so aus dem Zufall geboren, dass wir hier gelandet sind in dem Sumpf. Ich bin ja einfach drauf losgeritten. So. Ist hier noch was? Nein. Okay, dann können wir die Fackel sparen. Ich kam von hier. Gut.